Herzlich willkommen im SMM Demo Studio in Ismaning bei München. Ich präsentiere Ihnen heute die Evit S6 Yukon Konsole. Sie sehen hier eines der ersten Pulte weltweit und das erste in Deutschland. Wir präsentieren unseren Kunden und allen Interessierten diese Konsole bereits seit wenigen Wochen, zeigen die Features, die Leistungsfähigkeit, die Modularität und heute möchte ich Ihnen per Video einzelne Details und Merch Darstellungsmöglichkeiten der Display-Modules, Bedienmöglichkeiten der Knob-Modules, Eingriffsmöglichkeiten der Process- und Fader-Modules und natürlich auch die verschiedenen Features des Automation- und Master-Modules zeigen. Ich wünsche jetzt viel Spaß mit der Evit S6 und einem innovativen neuen Produkt. Die Evit S6 ist ein modulares Mischpult. Die einzelnen Module Master Module, Automation Module, Fader Module, Process und Knob Modules lassen sich an die jeweilige Position im Mischpult setzen. Ich demonstriere das einfach mal, indem ich ein Modul aus dem Rahmen entnehme und Ihnen zeige, wie schnell und einfach sich solch ein Modul anschließen und einsetzen lässt. Jedes Modul verfügt über eine eigene Prozessoreinheit und wird am Master Module angemeldet. Im Grunde ist dies eine große Cloud mit lauter einzelnen Prozessoren, welche mit dem Master Module kommunizieren. Auf diese Art und Weise kann jeder sich sein Mischpult so zusammenstellen, wie es seinen Bedürfnissen entspricht. Sie sehen hier das Display Module mit den verschiedenen Anzeigemöglichkeiten, zwei Knob Modules mit jeweils 4 Knöpfen, das Process Module, welches die Knob Modules steuert, mit einem frei belegbaren zusätzlichen Knob und das Fader Module. Die S6 gibt es in zwei verschiedenen Rahmentiefen: einmal als 5 Knob, sprich mit einem Knob Module, und als 9 Knob Modell mit entsprechend einem weiteren Knob-Modul, um insgesamt 9 Knöpfe in einem Kanalzug zur Verfügung zu stellen. Jede S6 kommt mit einem Master-Modul und einem Automation-Modul. Das Master-Modul verfügt im Zentrum über ein Multitouch-Display sowie 4 Encoder auf der linken und rechten Seite, welche sich einfach und flexibel den jeweiligen Knöpfen am Screen zuordnen lässt. Darunter befinden sich 2 Soft-Key-Felder, welche frei belegbar sind. Im Moment sind es bestimmte Presets, die sich durchpagen lassen. Und das gleiche finden wir über dem Automation-Modul. Darunter die üblichen Transportfunktionen, der Focus-Channel und ein Number Keypad mit Timecode-Anzeige und für Memory Locations. Rechts neben dem Keypad unter dem Master-Modul befindet sich die Abhör- und Monitoring-Sektion und auf der linken Seite diverse Funktionen, die man direkt aus dem Center auswählen kann.